Herzlich willkommen zu einem neuen Thema unserer Serie Die Energiewirtschaft der Zukunft. Ich begrüße hier Gerd Marx von der Energieagentur Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir wollen über Energieeffizienz sprechen. Und es ist ja so, dass die Steigerung der Energieeffizienz zum Staatsziel geworden ist. Wie kommen aber hier Stadtwerke ins Spiel? Naja, Stadtwerke sind vor Ort der Partner, der natürlich lokal das Thema Energieeffizienz spielt und dafür letztendlich Mitverantwortung übernimmt, dass Energieeffizienzziele in den Kommunen erreicht werden und dass die umgesetzt werden. Und wer realisiert die Maßnahmen in den Kommunen? In der Regel sind es Stadtwerke, mit die dann die Energieeffizienz vorwärts treiben. Und warum ist das überhaupt so wichtig? Naja, Sie haben es gesagt, wir haben eine Energiewende und die Energiewende besteht eigentlich aus zwei Säulen. Die eine Säule ist die Reduzierung der kohlenstoffhaltigen Brennstoffe, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist die eine Säule. Da sind wir auch schon relativ weit. Da sind wir relativ weit und parallel dazu gibt es eine zweite Säule und das ist eben das Thema Energieeffizienz. Weil alleine durch einen Umstieg auf andere Energieträger werden die Ziele nicht erreichbar sein. Und insofern muss man natürlich gucken, was man in Privathaushalten, in der Industrie und in den Kommunen an Effizienzzielen erreichen kann und diese Effizienzziele auch umsetzen. Ich muss zugeben, ich kann mir unter dem Begriff Steigerung der Energieeffizienz natürlich irgendwas vorstellen. Ich kann mir aber jetzt wirklich auf Anhieb kein Geschäftsfeld da richtig drunter vorstellen. Welche Dienstleistungen, welche Produkte lassen sich denn hier verorten? Naja, ein ganz klassisches Produkt, zum Beispiel von Stadtwerken, ist das Thema Contracting. Ganz einfach, ich habe ein Schulgebäude. In diesem Schulgebäude habe ich einen alten Kessel, der ineffizient ist, der hohe Abgasverluste, Abwärmeverluste hat. Und diesen Kessel tausche ich aus gegen einen neuen. Da ist es natürlich häufig so, die Kommunen haben wenig Geld. Es gibt einen sehr großen Investitionsstau in öffentlichen Gebäuden. Und da sind natürlich Stadtwerke hilfreich, die über eine Energiedienstleistung, das Contracting, den Kessel nicht nur austauschen, sondern im Vorfeld im Zweifel auch die Planung machen und hinterher auch die Kesselanlage betreiben und letztendlich der Kommune nur noch die Wärme zur Verfügung stellt, die sie zum Beispiel zur Beheizung der Klassenräume braucht. Das ist ein Thema Energiedienstleistung. Also es geht hier letztlich um deutlich mehr als nur Energielieferung. Es geht um deutlich mehr als Energielieferung. Es ist eben nicht nur der Austausch des Kessels, sondern wie gesagt, es ist dann die Planung im Vorfeld, wirklich dann auch einen Kessel zu haben, der dem Bedarf des Gebäudes angepasst ist. Es ist hinterher die Wartung, der Betrieb, der aufrechterhalten wird. All dies umfasst das Thema Energiedienstleistung. Also ist das im Grunde genommen ein sehr, sehr vielfältiges Geschäftsfeld, von dem wir hier sprechen, wenn wir von Steigerung der Energieeffizienz oder Energieeffizienzdienstleistungen sprechen? Das ist ein sehr großes Geschäftsfeld, weil es ist natürlich nicht nur die Kesselanlage. Das kann ich mit Beleuchtungsanlagen machen, das kann ich mit der Straßenbeleuchtung in den Kommunen machen. Also da gibt es sehr viele Anwendungsfelder, wo man das Thema Energiedienstleistung spielen kann. Und wo sehen Sie persönlich da die größten Herausforderungen, um ganz einfach die Energieeffizienz immer weiter voranzubringen? Naja, die größte Herausforderung ist, dass das zum Beispiel das Thema Contracting natürlich sehr erklärungsbedürftig ist, dass das natürlich nicht jedem auf Anhieb einleuchtend ist, was da passiert. Und das ist natürlich auch noch eine große Herausforderung, für die es Unterstützung braucht, wo natürlich auch Stadtwerke geeignet sind, das vor Ort entsprechend zu kommunizieren, was da passiert. Das heißt dann letztlich auch, die Mitarbeiter der Stadtwerke müssen entsprechend geschult werden, um ihren Kunden, um interessierten Kunden dann auch diese Dinge näher zu bringen. Also das ist ein sehr wichtiges Stichwort, weil dieses Thema Contracting, Wärmelieferung funktioniert zum Beispiel nie nur für öffentliche Gebäude, sondern da gibt es eben dann auch Dienstleistungen für private Hausbesitzer, wo so etwas sinnvoll sein kann. Und da ist es natürlich durchaus entscheidend, dass Stadtwerke-Mitarbeiter zum Beispiel im Kundencenter, im Beratungscenter in der Lage sind, relativ schnell und relativ einfach zu erklären, wie so eine Wärmelieferung, wie so ein Contracting funktioniert. Ja, vielen Dank für diese sehr interessanten Einschätzungen, die Sie uns hier gegeben haben, die Sie unseren Zusehern geliefert haben.
Und wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über einen Like. Oder Sie interessieren sich für weitere Themen, dann werden Sie doch einfach unser Abonnent.